Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und heute gibt es eine kleine Ergänzung zu einem bestehenden Video. Und zwar geht es darum, wie kann man einen Datenträger, den man aus einem Rechner ausbaut und in einen zweiten einbaut, auf dem vorher die Windows-integrierte Datei- und Ordnerverschlüsselung verwendet wurde, denn in dem neuen Rechner nutzen. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann abonniert doch meinen Channel. Und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, dann nutzt doch bitte auch noch das Glöckchen. Um das Problem darzustellen, habe ich in meinem System ein kleines Laufwerk eingefügt. Und zwar ist das hier in meinem Fall dieses Laufwerk TestX oder beziehungsweise hier mit 5 GB. Das heißt, es könnte theoretisch auch ein USB-Stick sein, der diese Dateiverschlüsselung unterstützt. Und auf den machen wir jetzt mal zwei Dateien. Das heißt, ich nehme hier einfach mal und füge mal so ein OpenOffice-Dokument ein. Also einmal eine Textdatei und dann nochmal ein Tabellendokument. So, die befüllen wir natürlich auch nochmal ein bisschen. Ach, Word wollte ich es eigentlich nicht öffnen. Das heißt, wir machen das jetzt mal hier mit LibreOffice. Und sagen wir Test. So, reicht ja, um es darzustellen. Schließen die und das gleiche machen wir nochmal in der Tabelle. Ups, ist auf den zweiten Bildschirm gerutscht. Nochmal rüber hier. So, und hier schreiben wir auch mal Test. Und speichern diese. So, jetzt haben wir natürlich den Ordner noch nicht verschlüsselt. Das heißt, ich mache hier mal einen neuen Ordner, sage hier Test. Also das ganze Laufwerk zu verschlüsseln geht nicht. Das heißt, man muss einen Ordner anlegen und den Ordner, wie ich das letzte Mal gezeigt habe, den verschlüsseln wir hier. Wie in dem Video, im letzten Video hat es hier unten dann so eine Meldung angezeigt. Das ist halt nur beim ersten Mal. Wie man, was man dann alles zu tun hat, erkläre ich in dem anderen Video. So, das heißt, diese zwei Dateien verschieben wir mal hier. Und jetzt sehen wir, dann mache ich mal die Ansicht ein bisschen größer, sehen wir, dass diese zwei Dateien jetzt verschlüsselt sind. So. Jetzt hänge ich mal das Laufwerk hier aus. Also das wäre, als ob man jetzt den USB-Stick abzieht oder die Festplatte ausbaut. Das heißt, ich werfe diesen Ordner aus oder dieses Laufwerk und dann habe ich mir hier eine Windows 10 Maschine vorbereitet, indem ich dieses Laufwerk, sehen wir hier, ist jetzt noch nicht eingebunden und zwar habe ich hier eine Verknüpfung auf meinen anderen Rechner. Quatsch. Das war nicht. Und füge dieses virtuelle Laufwerk hier hinzu. Das ist wie, als ob man jetzt eine Festplatte angesteckt hat, also eine neue ansteckt oder halt einen USB-Stick einfügt. Das ist genau das Gleiche. So. Das heißt, jetzt haben wir hier auch dieses Laufwerk X und gehen wir in den Ordner Tests, wie gehabt, können wir alles öffnen. Und wenn ich jetzt dieses Dokument hier öffnen will, dann bekommen wir diese Fehlermeldungen. So ist das jetzt natürlich auch korrekt, weil auf dieser virtuellen Maschine, also diesen neuen Rechner sozusagen, haben wir ja das Verschlüsselungszertifikat, welches auf dem alten Rechner erzeugt wurde, nicht installiert. So, und dann habe ich natürlich in dem anderen Video gezeigt, wie man dieses Zertifikat exportiert. Also das heißt, auch wenn man jetzt das verpasst hat, diese Meldung bei der ersten Verschlüsselung, wie man dieses Zertifikat sozusagen trotzdem nochmal exportieren kann. Bitte schaut euch diesbezüglich das andere Video an. Hier habe ich jetzt mein exportiertes Zertifikat schon parat. Und das kopiere ich jetzt mal und füge das auf dem System ein. Jetzt habe ich es gleich kopiert. Auch gut. So.
Das ist natürlich super, dass das nicht funktioniert. Machen wir es anders. Wir haben ja hier das Netzlaufwerk eingerichtet gehabt und da ist es. Kopieren und legen das mal hier auf den Desktop. So, wie importiert man dieses Zertifikat jetzt? Das ist ganz einfach. Wir machen einfach einen Doppelklick drauf. Dann natürlich aktueller Benutzer, sonst würden alle sozusagen dieses Verschlüsselungszertifikat zur Verfügung haben. Weiter. Und dann müssen wir das vergebene Passwort eingeben, was wir beim Export angegeben haben. So, weiter. So, jetzt können wir natürlich hier Zertifikatspeicher automatisch auswählen. Theoretisch erkennt er das automatisch, in welchen das soll. Wenn wir aber auch mal auf Durchsuchen gehen. Und da hätten wir jetzt hier eigene Zertifikate zum Beispiel. So, ich mache das jetzt einfach mal automatisch, werden wir ja sehen, ob es funktioniert. So. Und wir öffnen jetzt das Dokument. Die virtuelle Maschine ist ein bisschen langsam, aber wir sehen, es hatte eigentlich ganz einfach funktioniert. So. Das Tabellendokument nochmal. Und das gleiche. Natürlich gibt es noch eine ganz kleine Sache zu beachten, wenn man auf dem neuen System vorher schon eine Verschlüsselung hatte, dann weiß das System ja natürlich nicht in der Folge, mit welchem Verschlüsselungstyp man in Zukunft verschlüsseln soll. Dann gibt es im Prinzip noch eine kleine Option in den Systemeinstellungen. Das ist jetzt noch in dieser klassischen alten Systemsteuerung. Das heißt, hier ist es jetzt noch die Windows 10 Version 2004. Auf der Seite habe ich jetzt schon die H2 drauf. Und noch ist es hier in der Systemsteuerung, wird wahrscheinlich später hier in diese Windows 10 Einstellungen mal wandern. So, dann haben wir hier noch den Punkt Benutzerkonten und hier haben wir die Dateiverschlüsselungszertifikatsverwaltung. So, weiter. So, und jetzt sehen wir, der hat im Prinzip das neue Zertifikat hier eingefügt, welches ich hier erstellt habe. Vorher hatte ich ja auf dem System noch keins. So, jetzt könnte ich natürlich auch ein anderes Zertifikat auswählen, was hier auf dem System eventuell ist. Ist es aber nicht. Aber wenn es geht halt darum, dass alle Dateien auf dem System mit dem richtigen Verschlüsselungszertifikat verschlüsselt sind und nicht drei oder vier verschiedene verwendet werden. Das macht spätestens Probleme, wenn man das dann später mal irgendwie überträgt. So, das heißt, wenn man jetzt hier eins ausgewählt hat, kann man hier auf Weiter drücken, exportieren wollen wir nicht. Und hier gibt es dann die Option, mit dem dort ausgewählten Verschlüsselungszertifikat alle verschlüsselten Dateien auf ein Zertifikat zusammenzuziehen. Das dauert dann eine Weile, je nachdem, wie viel Daten das insgesamt sind, die verschlüsselt sind. Aber im Prinzip werden dadurch automatisch alle verschlüsselten Dateien aktualisiert mit dem. So, muss ich jetzt nicht machen. Oder ich könnte jetzt auch das einfach mal so machen. Auf dem System gibt es jetzt nicht sehr viel, nur die zwei. Dauert aber trotzdem ein bisschen, weil er ja das ganze Dateisystem diesbezüglich durchsuchen muss. Ich kürze das natürlich jetzt ein bisschen ab. So, jetzt hat er es geschafft. Natürlich sollte man das jetzt nicht machen bei einem USB-Stick, da man ja den USB-Stick wahrscheinlich wieder zurückträgt zu dem anderen Rechner. Wenn man natürlich neue Dateien aufbringt, dann sind die natürlich mit dem jeweils aktuellen Zertifikat verschlüsselt. Das heißt, der andere Rechner, also sollte man mit dem USB-Stick auf den zweiten, ersten Rechner wieder zurückgehen, der könnte dann die neuen Dateien nicht lesen. Das heißt, wenn man das halt häufiger macht, wäre es halt sinniger, dass auf beiden Seiten dasselbe Verschlüsselungszertifikat benutzt wird. Da sieht man aber auch schon wieder das Problem, dass man das im Prinzip nur benutzen sollte, wenn der zweite Rechner auch einem selbst gehört. Grundsätzlich sollte man diese Verschlüsselungszertifikate nur auf eigenen Systemen verwenden. Also das ist auf jeden Fall
auf gar keinen Fall dafür geeignet, dass man zwischen mehreren Personen verschlüsselte Dateien austauscht. Dafür gibt es dann andere Methoden. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video die Fragen einiger, die in den letzten Wochen das andere Video angeschaut haben, beantworten. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, bitte abonnieren oder halt auch das Glöckchen noch benutzen oder halt auch ein Like hinterlassen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute für den Rest der Woche. Tschüss, euer Christoph.